So, Leute, ich würde mal sagen, Digga, wir haben endlich eine volle Lobby. Digga, jetzt geht's richtig ab hier. Digga, Alex! Die ficken sich schon wieder alle gegenseitig. Yo, meine Kartoffelfreunde, und willkommen zu einer Folge GTA 5 Online mit den zwei Dudes. Ja, du bist ein Roboter. Wie du gerade gesprochen hast. Sehr abgehackt. Moin Moin! Und Topra ist auch dabei. Aber er ist schüchtern. So, wir suchen jetzt ungefähr schon seit anderthalb Stunden aufzunehmen. Eben ist mein OBS abgeschmiert. Und Digga, ich hasse dich, Digga. Ich hasse euch alle! Wow. Hab dich erwischt, Topra. Ich hab mich auch gedreht. Und wir haben jetzt, wie gesagt, schon seit anderthalb Stunden versuchen wir eine vernünftige Lobby zu finden. Eben ist mein Spiel abgeschmiert, beziehungsweise OBS. Und ja, Leute, Alter, ohne Witz. Und jetzt haben wir einfach gesagt, gut, wir haben jetzt eine Lobby mit zwei Leuten mehr gefunden, nehmen wir die einfach. Und ja, jetzt sind wir hier in der Fünfer-Lobby und versuchen das GTA-Rennen, also das Stunt-Rennen, zu gewinnen. Ja, du gewinnst das schon, gegen diese Außenseite anderen Typen da. Ja, Digga, Palev und Gulubok sind die Randoms. Folgt denen auf jeden Fall auf YouTube. Die beiden Channel von den beiden Dudes sind unten verlinkt. Wo sind die Channels? Die sind gar nicht verlinkt. Digga, Topra, warum bist du so laut, Digga? Kannst du mal bitte... Ja, warum? Bin ich nicht laut? Ich hab Teamspeak extra ganz auf ganz laut, weil Topra und du, weil ihr beide immer so leise seid in meinen Aufnahmen. Ja. Ja, du bist... Schuld. Oh, Digga, Alex, halt doch mal die Fresse, Mann. Wer redet mit dir? Selber schuld. Hilfe. Und stellt also, das für alle Gegebenheiten ein, Digga. Leute, ihr seht, ich bin entspannt zweiter Platz. Ich bin entspannt erster Platz. Weil er es voll verkackt hat, der Typ. Ja, irgendwie ist er voll komisch gelandet, ne? Ja. Gesehen. Aber Dominik ist also dritter Platz, wie ich sehe. Ja, ja, ich habe am Anfang so ein bisschen, ja, war mir langweilig, sag ich mal so. Ich habe ein bisschen nichts in der Luft gemacht, das war nicht die beste Idee. So, wenn der mich jetzt rammt, Digga, ich schwöre dir, oh, er ist voll gegen die Kante gedonnert, ey. Gesehen. Ja, jetzt ist Dominik auf Platz 2. Komm dich holen, Schätzelein. Oh, schaffst du das? Schaffst du das? Schaffst du das? Schaffst du das? Ich schaff da. Natürlich schaffe ich das, Digga. Millimeterarbeit. Ich darf nicht 1 km/h verlieren, Bruder. Ich hab dich, glaube ich, voll gut aufgeholt, weil ich den falschen Trimmer geöffnet habe. So. Wenn du falsch in der Luft öffnest, dann hast du ein bisschen mehr Speed. Das ist schön. Ja. Du, das freut mich so sehr. Lass uns ein Buch darüber schreiben. Okay. Ich bin ja, natürlich. Falsch gefahren, Alter. Wir nennen es Fitnessküche mit Flying Domme und Marcel. Alles klar. Soll ich die mit verdrehen? Digga, Dominik. Okay, ich höre schon auf. Ich muss mich aber nur eben vorbeilassen. Du hast mich nicht vorbeigelassen. Ja, komm. Kommst hier nicht vorbei. Komm ich nicht, nein? Du Hundesohn. Ja, richtiger Anti-Mate. Richtiger Anti-Mate. Wo bleibt der Zehner? Wir lassen dich ja diese Runde gewinnen. Hab ich gehört? Wir haben uns darauf geeinigt, dass ihr das nicht in meinem Video sagt. Warum machst du das jetzt? Weiß ich auch nicht. Ich bin ein Hurensohn. Ja, bist du. Digga, ich bin so doof. Ich bin auf der Rampe nach unten gesprungen, Alter. Ach, halt dein Maul, Digga, ohne Witz. Ich hab Also ich hab viel drauf gehabt. Er ist voll eskaliert gerade. Ich bin einfach auf der Rampe nach unten einfach gesprungen, ich Vollidiot. Ich dachte, das wäre das Richtige. Das einzig Wahre, was ich hätte tun können. Kappa. Weg mit ihm. Ja, kein Problem, Digga. Tschüss! Was? Nö.
Fick dich. Ich wollte mich wieder drehen. Nee, ich wollte eigentlich nur an dir vorbei. Ich hab extra wieder mega gebremst, ey. Ich weiß, so wie die letzte Runde, die wir natürlich nicht aufgenommen haben. Die aber übel witzig war irgendwie. Ich meine, ich wollte ihn nicht runterschubsen, aber nee. Das wäre ja gemein, ne? Ja, so bin ich halt. Ah, da kommt die rote Gefahr! Der rote Durchfall! Der rote Durchfall! Digga, und ich frage mich immer, warum der Typ so schnell ist, aber ich glaube, das liegt daran, dass er Host aufholen anhatte, ne? Ja. Und Windschatten. Ja, Windschatten ist ja Pflicht. Hä, was hast du denn da gemacht, Alter? Voll zerfickt im Wasser. Was denn? Ja, ich habe das auch gesehen. Alex, wie fühlt man sich eigentlich so auf dem letzten Platz? Warum bist du so ruhig? Auf dem letzten, Digga. Du machst mir gleich meinen Fallschirm kaputt, ich sehe das schon. Oh, war das knapp! Hep! Nein! Digga, ich flieg halt immer noch! Digga, hallo! Hallo! Tschüss! Digga, was war das? Ich bin über dich gesprungen und du bist auch gesprungen. Ja, aber ich hatte schon gar keinen Speed mehr drauf und bin einfach immer noch wie so der behinderte letzte Hurensohn geflogen, Alter. Und das in der zweiten Runde, Alter, das muss doch nicht sein, Mann. Oh. Oh, Leute, bitte mal ein Hashtag sad in den Chat, danke. Hashtag heul leiser. Hashtag Taschentuch. Lovely. Ja, Alter, halt die Fresse, du guckst so viel Monte, du Hundesohn. Sag der Richtige. Ja, was denn, Digga? Was? Was willst du? Was? Hast du Beweise? Ich hab ihn nicht mal gesubbt, Junge. Wichser. Naja, guck dir nur mal deine letzte GTA-Folge an. Oder ja, was? Welche letzte GTA-Folge? Wovon redest du? Oh, das waren setz dich durch. Ja, ich weiß nicht, was du meinst, Digga. Welche letzte Folge? Es gibt keine letzte Folge. Dominik, wolltest du mir nicht nochmal ein Bild von dir schicken, weil du eh mal mit Kamera und so machen wolltest? Wegen Thumbnail und so? Mach eh erstmal nicht mit Kamera. Warum? Bist du so hässlich? Mal nicht. Ja, ich bin so hässlich. Nein, Digga, sag mir den Grund. Ich will das wissen. Meine Zuschauer wollen dich schon seit 4 Folgen sehen jetzt. Tja. Meine Zuschauer seit 1700. So, in diesem Sinne, Leute, hau da rein. Nicht hau da rein. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Runde. Tschüss. Ja, hau da rein. Tschüss. Halt die Fresse, Alex. Tschüss. Yo, da sind wir wieder mit einer vollen Lobby, Leute. Digga, Alex hat die Fresse, wenn ich meine Anmoderation mache. Wir sind neue... Juckt mich nicht. Mag den Geräusch, den du machst, wenn dein Schnauzen hältst. So, Leute, ich würd mal sagen, Digga, wir haben endlich eine volle Lobby. Digga, jetzt geht's richtig ab hier. Digga, Alex! Die picken sich schon wieder alle gegenseitig. Ja, was? Weißt du, Leute. Digga, alle fliegen aus der Kurve. Digga, Leute, ich muss euch was erzählen. Ne? Vor ungefähr einer halben Sekunde, vor einer halben Minute, ne, hat Alex noch gesagt, oh, Digga, ich hab gar keinen Bock mehr hier zu sitzen. Wir sitzen schon 2 Stunden, weißt du. Und jetzt, Digga, jetzt hat er auf einmal Spaß, weil er den King abfacken kann, Alter. Digga, ich bin halt richtig auf Abfuck-Modus gerade. Digga, ich werd nur durchgereicht gerade, Mann. Ist dir egal, Digga, ich fick alle so hardcore jetzt, egal. Digga, Alex, Digga, weißt du, ich frage mich immer, wer freiwillig mit dir spielt. Der Typ, den ich gerade gerammt habe, wahrscheinlich nicht mehr. Digga, ich bin Platz 14, Alter. Meine Zuschauer sind High-Quality-Gameplay gewohnt, weißt du. Und jetzt verkacke ich hier, weil ich die Map nicht kenne, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Ich bin Platz 3. Ach, mit dir redet Platz keiner. 6. Ich hab ein bisschen verkackt gerade. Ja, hast du auch verdient, Digga. Aber. Ja, ist schon Karma, Digga. Weißt du was, Alex? Weißt du was? Gutes Fahren setzt sich durch, Digga. Ich weiß. Ist wie Mongo. Ja, ich bin schon in 11. Platz jetzt. Digga, was freust du dich so? Hör auf, dich in meiner Aufnahme zu freuen, Mann. Ah, Digga, wie es hier abgeht, Alter. Jeder rammt jeden, juckt keinen, Alter. Ja, warum bist du schon wieder so laut, Digga? Sei doch mal leise. Sei du doch mal leise. Stell mich doch mal richtig ein, Alter, du Nutten. Warum soll ich dich denn... Digga, ey, in 90% der Aufnahmen bist du zu leise. Jetzt mache ich dich lauter, jetzt bist du zu laut, Alter. Was soll das? Das machst du extra. Ja, siehst du, sag ich doch. Digga, du bist ein richtig Kackhund, Alter. Aber genau so in der Stimmung wollte ich dich haben, Alex. Genau in der Stimmung. Genau deswegen habe ich 2 Stunden gewartet, bis wir richtig aufnehmen konnten. Ja, wahrscheinlich, oder? Ja, red nicht mit mir, Junge. Ja, verpiss dich doch einfach. Ich red nicht mit Losern.
Digga, was ist das hier für eine scheiß Lasershow, Alter? Digga, weil er hat mich in der Röhre gefickt, Mann! Schade. Ja, tut mir leid, Marcel. Ich hab heute kein Foto für dich, Alex. Digga, was soll die Scheiße, Mann? Das kann doch nicht sein. Digga, 15, Digga. Ich war schon wieder auf dem 9. gerade. Achso, ja, dann war ich das, der dich abgefuckt. Weil ich bin jetzt gerade 8. Jetzt bin ich 9. Weil ich ein bisschen verkackt habe in der Röhre. Aber wir haben 2 Runden, ne? Ne, jetzt ist Punkt zu Punkt rennen. Digga, ich dreh durch. Ey, Platz 15, Leute, ey, ohne Witz, die Aufnahme können wir nicht nehmen, ey. Cut. Alex weint schon seit 23 Stunden, dass er essen will, Digga. Übel, ey, Digga, ich hab heute ohne Scheiß noch mich hat schon wieder so ein Hurensohn weggerammt. Das kleine Küchle. Aber das ist ja nix. Ah, ich kann euch auch gerne mal erzählen, was ich heute gegessen habe. Also, es hat angefangen heute Morgen mit 2 Toast, dann einen Apfel und dann auch so einen Mini-Kuchen. Schoko mit irgendwie so Vanillefüllung. Und da habe ich zum Mittagessen eine Gemüsepfanne mit Reis gegessen. Und ja, eben habe ich mir dann noch, weil Tim heute nicht da ist, eine Tiefkühlpizza geholt. Und. Dritter. Und. Soll der Dritter? Das zählt nicht. Ich glaube auch. Und genau, dann habe ich vorhin noch Kuchen vom Wochenende gegessen, Digga. So, das war mein Weinessen heute. Dominik, Digga, was hast du heute gegessen? Ich habe gegessen heute. Pizza. Pizzabrötchen, noch mehr Pizzabrötchen, noch mehr Pizza. Digga, okay, jetzt ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, die Kam. Jetzt weiß ich auch, warum du keine Facecam hast. Es gibt noch keine, die so einen Weitwinkel hat, um dich drauf zu kriegen, oder? Genau. Nee, echt, ich bin untergewichtig sogar. Das ist schade. So hörst du dich auch an. Ne, bin ich echt? Mit deinem hässlichen Kompressor, Alter. Ja, Bombe, Junge, Bombe. Nee, ich bin letzter, Alter. Das ist doch nicht mehr feierlich. Guck mal, die ersten beenden schon das Rennen, Bitch. Bitch? Easy. Aber vor mir sind 5 Leute. Ja, und ich baue gerade richtig Scheiße. Und ich bin schon wieder runtergefallen, Mann! Was kannst du eigentlich? Das ist so ein Map, Alter. Jetzt kannst du mich einholen, Digga. Jetzt bin ich 13. Weil jetzt bin ich Digga, was ist das? Ich hab Turbo aktiviert direkt am Start, Alter. Ich bin so ein Hurensohn. Warum hab ich den jetzt markiert? Tschüss, Alex! Tschüss! Ich hab aus Versehen geboostet. Warum boostest du immer am Start? Da nichts gut mit Boost. Du sehen? Man muss boosten, Digga. Und tschüss. Digga. Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Ja, wie denn? Kein Wunder, dass du letzter wirklich mal spendet. Ein Punkt gibt's dafür, Alter. Aber $4,000. Immerhin. Digga, ich krieg nicht einen Cent, Alter. Oh, 2656. Das lässt sich sehen, Alter. Hätte ich in meinem echten Leben so viel Geld, ich würde nicht mehr arbeiten gehen. In diesem Sinne, Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Die nächsten beiden Folgen kommen jetzt bei den anderen online. Schaut auf jeden Fall da mal vorbei für Hammer Stunt Power. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tudelü.